Ja, wir sind jetzt hier im VLN2-Lauf schon. Also der erste Blick heute Morgen war aus dem Fenster zu sehen, ob da eine dichte Schneedecke vorhanden ist. Dem war Gott sei Dank nicht so. Und wenn man mal nach draußen schaut, es kommt sogar jetzt gerade die Sonne raus. Allerdings auch Schwierigkeiten, speziell heute Morgen gehabt, die Reifen auf Temperatur zu kriegen. Aber ich denke, das Wetter ist besser als vorhergesagt. Ich glaube, so kalt habe ich es hier oben noch wirklich nicht erlebt. Ich sag mal, wenn du ins Brünnchen eintauchst und da stehen gefühlt 100.000 Leute, die es natürlich nicht sind, das ist einfach fantastisch. Und ich glaube, selbst bei dem Wetter sind doch einige dem Ruf der Nordschleife bzw. der VLN gefolgt. It's the most special track in the world, so of course it's a place to drive. Ja, und jetzt heißt es im Rennen angreifen und wir gehen von Position 4 ins Rennen, durchaus eine gute Ausgangsposition nach vorne und ja, ich habe auf jeden Fall Bock. We're starting the race from P5 and hopefully we can climb a few spots and hopefully fight for the win. Runde hatten wir super Sonnenschein hier am Start, war alles noch perfekt. Bis Kesselchen quasi ging es bei mir, da fing es leicht an zu schneien und danach ging eigentlich nichts mehr. Also mit den Slicks auf Schnee, Regen, ja, da war eigentlich relativ klar, das wird abgebrochen und dann bin ich auch in die Box reingekommen, wollte dann eigentlich noch auf Regenreifen, Winterreifen wechseln und dann war aber schon rot. Ja gut, was soll man sagen, ist halt die Eifel. Wir haben ja schon mit viel gerechnet hier. Dass es so hart kommt mit Schnee, hätten wir jetzt auch nicht gedacht. Aber in diesem Sinne, wie das auf der Strecke war, man hätte wirklich nicht mehr fahren können. Ja, der absolute Wahnsinn. Ich meine, es ändert sich permanent hier. Nicht im Stundentakt, sondern im Minutentakt. Aber das ist auch das Problem. Die nächste Front mit Schneeregen soll schon wieder kommen. Und es macht keinen Sinn, dann einen Neustart hinzulegen. Einpacken, Feierabend nach Hause. Mehr geht nicht. Ja, und in 14 Tagen geht es ja weiter und da hoffen wir mal, dass der April sich dann von seiner besseren Seite zeigt.